herzlich willkommen zu einer neuen On the Road Tour. Ich habe wieder ein neues Thema, beziehungsweise ein neues. Ja, ihr wisst ja, ich fahre immer ein bisschen eine Tour, wenn es was bequatschen gibt. Und in allen Bundesländern, was hier wird jetzt richtig, die Maskenpflicht. Ich mache das jetzt auch mal runter, das macht jetzt hier keinen Sinn, denn sonst kann ich nicht genüsslich mein dunkles Weißbier saufen. Trinken treif. So, wollen wir mal losschüsseln im Scania hier Megamod. Ich bin unterwegs mit dem Scania in der Viererserie mit passenden Dachziegeln nach, wo muss ich überhaupt hin? Richtig, nach Istanbul. Und ja, ich will jetzt hier eine kleine Tour fahren heute und will das Thema noch mal bequatschen, was betrifft nämlich Maskenpflicht. Ich bin mal gespannt, was ihr jetzt davon haltet. Ihr wisst ja, die Corona-Krise ist up to date. Und ja, da gibt es halt immer wieder was zu bequatschen. In dem Fall jetzt halt diese Maskenpflicht. Ganz ehrlich, ich bin, ja, bin ich dafür, bin ich dagegen? Also ich bin jemand, der sich absolut unwohl damit fühlt, ne, wenn ich mit dem Ding unterwegs bin. Wenn ich jetzt beim Einkaufen bin oder so und da hast du das Ding auf eine halbe, dreiviertel Stunde, weil du irgendwie beim Discounter rumklöppelst oder so, da geht es ja dann zu wie Sau, musst Abstand halten, dauert alles ein bisschen länger. Und das ist natürlich alles sehr nervig, muss man schon mal sagen. Ne? Gut, das kann man noch hinnehmen, aber ich sag's euch, wenn ich dann aus dem Laden rausgehe, ne, und dann draußen die ganzen Menschen sehe, im Auto, auf dem Fahrrad, auf dem Weg einfach vom Discounter oder einfach beim Spazierengehen und dann haben die eine Maske auf, Alter, krieg ich Plack. Und warum kriege ich da Plack? Das kann ich euch verraten. Das macht mich einfach aggro. Da fühle ich mich irgendwie, ich weiß nicht, ob es mir so geht. Ich fühle mich einfach so. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen meiner Freiheit beraubt. Ich kann es euch nicht sagen, warum, aber wenn ich mit so einer Maske rumlaufe, fühle ich mich eingeengt. Ich fühle mich nicht frei. Und das ist das, was mir ein bisschen auf den Sack geht hier bei diesem ganzen Maskending. Okay, im Geschäft, gut, lasse ich es mir vielleicht noch eingehen, aber wenn ich dann rausgehe, dann muss das Ding sofort runter. Ich rupp das runter und ab, weg, will ich nichts sehen davon, verstehst du? Aber wenn ich dann sehe, wie die ganzen anderen Leute irgendwie so rumrennen, ne, das einfach so außerhalb des Ladens oder außerhalb einfach auf dem Fahrrad oder so, als wenn die Viren in der Luft schwirren würden, Alter, kriege ich so Plack, ey, das nervt mich. Da werde ich aggro. Warum? Ich kann es euch. Dunkles Weiß bemundet halt, ne? Ja, das weiß nicht, das macht irgendwie aggro, ich weiß nicht. Ich komme damit ums Verrecken nicht klar. Sorry. Komme ich nicht klar damit. Ich kann euch nicht mal sagen, warum mich das nervt, aber ich weiß nicht. Gut, ich fühle mich, wie schon gesagt, meiner Freiheit ein bisschen beraubt, seitdem ich so eine Maske tragen muss jetzt. Ab Montag ist es ja Pflicht. Bei euch natürlich zu Hause auch. Und ich finde es echt, ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar. Mich nervt es so tierisch. Na, zum Glück konnte ich mir ja diese hier bei einem, bei uns hier gibt es so einen fetten Stoffladen und der macht solche Dinger. Und da habe ich gesagt: Ja, wenn dann will ich eine bayerische Maske. Ein Bayer geht doch nicht mit einer stinknormaler weißen Maske aus, bist du blöd? Da war ich natürlich eine bayerische Maske. Logisch, macht Sinn. Aber nichtsdestotrotz, ich fühle mich so eingeengt, wenn ich dieses Ding anhab. Und ach, das nervt mich einfach ungemein. Ich weiß nicht. Wie es euch dabei geht, würde mich mal interessieren, was ihr so davon haltet und ja, was ihr davon so denkt. Ne? Also ich komme damit nicht klar mit dem ganzen Ding. Mich nervt es einfach nur noch. Naja, ich weiß nicht so genau. So, dann muss ich ein Danke sagen an Dennis D. Der hat kommentiert nämlich meinen Todpunkt bei der Bremse, weil ich hatte das Problem, dass ich, wenn ich einen nicht stoppen, Tempomat einschalte, der springt immer automatisch raus. Lag an meinem Pedal, der Todpunkt war zu weit nach links und dann ja, sprang automatisch mal der Tempomat raus und der bremste immer. Und naja, gut, vielen Dank, Dennis, an deine Info, denn das Problem ist jetzt hier behoben. Super, klasse. Habe ich irgendwie nicht gecheckt. Das ist an meinem Pedal unten lag. Gut, das auch nochmal zu dem. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, dieses Maskending. Bin mal gespannt, was ihr so davon haltet. Ob ihr sagt, ja, klasse, finde ich gut, so eine Maske zu tragen. Oder sagt ihr auch, nee, braucht kein Mensch. Denn,
ein Professor, Doktor, schlag mich tot, hat doch gesagt, so eine Maske schützt nicht wirklich, denn wenn ihr den ganzen Tag hier diese Dinger am Mund habt, ne? Dann klöppelt ihr eure ganzen Keime, unabhängig davon, ob ihr krank seid oder nicht, ist wurscht, hier rein in dieses Ding, ne? Gut, ich habe jetzt erstmal zwei gekauft, weil das Ding musst du irgendwann mal waschen, ne? Da brauchst du ein zweites. Aber man sabbert hier seine ganzen Keime rein und dann soll man ja angeblich ja dadurch auch erkranken, ne? Wenn man permanent in seinem Keim hier liegt. Und es soll ja auch schützen, dass man andere Leute nicht ansteckt. Das heißt, wenn ich jetzt Grippe habe, ne? Dann tue ich das aus Solidarität. Ziehe ich mir das jetzt hier ums Gesicht, also ich zauber mir einen Schatten ins Gesicht, rotze mir das permanent voll mit meinem Husten und mit meinen Bakterien aus der Nase, alles was so rausfleucht aus den Löchern, dann sabber ich das voll und mache mich eigentlich permanent weiter krank. Und es hat so ein Professor, Doktor, was weiß ich, ich habe den Namen vergessen, ist am Buckwurst, der eine oder andere hat es bestimmt mitgekriegt, macht man sich dadurch eigentlich krank und er findet es lächerlich, dass wir jetzt auf diese Maskenpflicht ja, so aufspringen und das alles ohne Bedacht ist. Ne? Wichtig ist Händewaschen und tralala. Händewaschen, Alter, ich habe so raue Hände. Ich habe hunderter Körnung Schleifpapier an meinen Händen, ey. Ich könnte damit Holz schleifen. Durch dieses permanente scheiß Händewaschen kriegst du kaputte Finger, ey. Die Seife macht alles in Arsch, ne? Du musst permanent hier mit ich glaube mir schon, die Creme von meiner Frau, mir die Hände einzuschmieren, ne? Das ist echt assi. Alles voll rau wie Schleifpapier. Das ist so ekelhaft. Nee. Gut, in diesem Sinn nochmal Prost an alle, die draußen sitzen, zu Hause sitzen. Ah, du, das Weißbier schmeckt einfach. Kannst du sagen, was du willst. Egal. Dann habe ich heute von meinem Arbeitgeber bekannt geworden, dass ich noch eine Woche länger zu Hause bleiben darf. Also ich muss erst wieder am 11. Mai anfangen. Das heißt, ich sitze jetzt gute 6 oder fast 6, 7 Wochen jetzt dann zu Hause schon und dann alles noch auf Kurzarbeit. Da bin ich mal gespannt. Das heißt, eine Woche arbeiten, eine Woche zu Hause immer luchen, nichts machen, Nasenbohren, popeln, was weiß ich was. Dann wieder eine Woche arbeiten und. Ich werde wahrscheinlich nicht der Einzige sein. Ihr werdet wahrscheinlich auch zu Hause sitzen, Kurzarbeit oder hast nicht gesehen. Ist halt jetzt nur mal so, ne? Was ich aber so ein bisschen frech finde von unserem deutschen Staat ist, die haben ja diese Kurzarbeit, dieses Geld haben sie erhöht, ne? Aber erst nach dem 4. Monat. Und dann wird es nochmal erhöht nach dem 7. Monat. Leute, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also die Leute, die Kurzarbeit, gut, ich habe Glück, ich bin beim großen Automobilkonzern, da ist es wurscht, bei uns wird aufgestockt, egal. Es gibt aber auch Leute, die gehen in Kurzarbeit, die kriegen nichts, die kriegen wirklich die 60% oder die 67%, wenn sie Kinder haben, verheiratet, tralala. Alter, die Leute brauchen jetzt das Geld und nicht erst nach 4 Monaten. Wieso machen sie denn sowas? Wir sind in Europa einer der Staaten, die da wirklich... Lass mich mal raus jetzt hier. Komm, Digger, wie Mensch, lass mich raus, du Pfeife! Du Muschi, hätte ich fast gesagt. Alter. Was soll ich jetzt sagen? Genau, die brauchen jetzt das Geld und nicht erst hier in 4 Monaten oder in 7 Monaten. Was machen sie denn die letzten 3, 4 Monate, bevor diese Aufsteckung kommt? Da gibt es erstmal auf 70%, ne? Oder 77 und dann erst irgendwas mit 80. Alter Leute, habt ihr eine Meise? Wir hauen das Geld raus für irgendeinen anderen Schmodder, aber unsere eigenen Bürger wird nicht geholfen, ne? Also da kriege ich irgendwie, ich weiß nicht, das verstehe ich nicht. Wir brauchen jetzt das Geld, aber nicht hier erst in 4 Monaten oder 7 Monaten. Also die Leute müssen Miete zahlen, Auto zahlen. Viele Leute haben was auf Kredit am Laufen, was? Die haben auch ihre laufenden Kosten. Sind ja nicht nur die Firmen, nee. Sind auch die Privatleute, die das hier irgendwie, ne? Irgendwie auf die Beine stellen müssen mit Haus, Auto und hast nicht gesehen. Und also das geht mir irgendwie nicht in den Kopf, erst nach 4 Monaten, ey, mach das doch sofort. Ich weiß auch nicht. Ganz ehrlich, jetzt ist es doch auch schon scheißegal, ne, was die Kohle betrifft. Klar, das sind irgendwas mit 10, 15 Milliarden Euro, klar, die Summe muss man erstmal reinholen, braucht man nicht reden. Aber die Leute brauchen jetzt die Unterstützung und nicht erst nach 4, 7 Monaten. Was machen sie denn die 4 bis 7 Monate, wenn sie die Kohle nicht zusammenkriegen, ne? Wird dann das Auto gefändet oder das Haus? Alter, ich hab da einen Schuss nicht gehört, ey, echt wahr. Also da kann ich echt viel Splack. Gut, das auch nochmal zu dem Thema. Was gibt es noch? Was gibt es da noch? Genau, dann ist der ein oder andere hat es gesehen, der neue MAN 2020 ist rausgekommen für den ETS 2. Es war ein sogenannter Paymod, wurde aber von einem YouTuber, mit dem ich mich wo ich nicht so befreundet bin, der hat das, ich sag mal, so ein bisschen rausgehauen.
Der hat es auch irgendwie von jemandem bekommen, also von Bekannten. Und dem seiner Bekannten hat einen Cousin und der Cousin hatte irgendwie einen Nachbarn. Und von dem Nachbarn, der Onkel, der hat ihm den irgendwie zukommen lassen. Keine Ahnung. Und der hat es natürlich schon fett ein Video draus gemacht, obwohl er gar nicht die Erlaubnis hatte, vom Autor ein Video zu machen. Und jetzt ist er komischerweise jetzt online auf diversen Seiten mit dem, natürlich mit seinem Video dazu, ne? Ein bisschen pushen und so, hast du nicht gesehen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, ich will auch keinen Menschen an die Wand fahren, aber finde ich halt nicht richtig sowas. Ne? Das ist irgendwie, dass sowas irgendwie passiert. Aber okay, gut, auch sehr schade, sowas passiert, weil angeblich jetzt der Autor die Arbeit an dem MAN einstellt, beziehungsweise für sich privat lässt und der MAN ja richtig gut sein soll. Ne? Also er hat nur von außen jetzt erstmal, weil im Interieur ist es noch der TGX. Aber von außen sieht es schon richtig gut aus mit Scheinwerfer und MAN-Logo und hast dich gesehen, sieht richtig geil aus. Aber naja, es ist halt schade, dass es dann hier wieder mal so passiert. Denn der Paymod hat, glaube ich, plus 4 € gekostet, meines Wissens. Ne? Und 4 € ist für ein Paymod ist echt nicht viel. Und wenn es dann auch der neue MAN ist, der von außen echt gut aussieht, gut geworden ist, dann finde ich 4 € voll in Ordnung. Es ist nicht abgezogen, gar nichts. Da verlangen andere Leute für irgendwelche Paymods 30, 40, 50, 60, 70, 80, was weiß ich, was für Geld, ne? Also deshalb, naja. Ratta. Irgendwie finde ich das, die Lampen am Ding gehen irgendwie nicht richtig hier, ne? Warte mal, ich schau das Licht aus. Echt voll schwach hier. Egal. Ich habe ja eine Tour eingegeben hier nach Istanbul. Ey, mit der Kiste nach Istanbul will ich nicht fahren, das sage ich euch. Jetzt im echten Leben? No way. Nicht mit mir. Aber okay. Gut, was gibt es sonst noch Neues? Aus SCS hört man ja oder nicht allzu viel. Klar, der neue Mac Anthem ist angekündigt. Für den ATS Beta 2 ist up to date so ein bisschen Stagnation. Die haben ja alle Homeoffice. Das heißt, die arbeiten alle von zu Hause aus. Und alles ausgelagert. Wegen den ganzen Corona-Gedöns, was mir sowas von auf den Piss geht, der ganze Dreck. Mich nervt es nur noch. Ich weiß nicht, es ist einfach nur nervig. Und naja, jetzt muss ich mal ein bisschen Gas geben hier, jetzt muss ich ein bisschen mehr Stoff geben hier. Ich bin hier irgendwie, ich komme nicht aus dem Knick hier. Nee, 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 nee. So, mal den Informationstag hier. 83, ja, 83, nee, 83 war ich nicht. Ich war immer 85. So, 85 sind eingeloggt. Ich war immer 85, auch im Multiplayer, ne? Ich werde so oft im Multiplayer überholt. Mit hupenden Gedöns. Aber finde ich nicht richtig, wenn die Leute im Multiplayer hier mit 120 oder mit 100 über die Autobahn preschen, ey. Also ich raff's irgendwie nicht. Warum machen Leute sowas? Dann sollen sie GTA zocken oder weiß ich nicht, Formel 1 Simulator oder was weiß ich, was da noch nicht alles gibt. Ist ein LKW-Simulator, habt den Schuss nicht gehört? Ey, fahrt mal anständig. 90 ist ja noch okay, aber ey, 110 oder 100? Ey. Nee, kann ich wieder nicht verstehen. Ne? Aber okay, so sind die Leute nun mal. Die einen brauchen es so, die anderen brauchen es so. Ich fahre meine 85 und dann ist gut, Tempomat rein und Popoloch. Und ja, ich trinke am Steuer. Aber wisst ihr auch warum? Weißen Sie, Alter! Weil es ein Simulator ist. Ne? Im echten Leben wird natürlich nicht getrunken am Steuer. Nicht, dass jetzt hier mal jemand zu meckern anfängt. Gut, was ist hier mit sonst noch? Nichts mehr, oder? Ich würde jetzt mal schwer sagen, ich fahre jetzt noch weiter hier nach Istanbul, lass es mal gut gehen. Und an alle Leute da draußen, ich hoffe, ihr kommt gut durch die neue Woche jetzt dann, die bald ansteht. Und vor allen Dingen auch mit der ganzen Maskenpflicht und so. Denkt dran, also bei uns in Bayern kostet es 150 €, wenn ich jetzt irgendwo einkaufen gehe und ich habe das Ding nicht an. 150 Flocken. Das ist schon nicht ganz ohne. 150 € musst du erstmal berappen, ne? Nur weil so eine blöde Maske nicht auf hast, ey. Oh. Ach, warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Gut, dass ich jetzt hier. Nee, doch nicht. Ich dachte, ich muss hier rechts weg. Nee, passt. Glück gehabt. Ja. Gut, 150 Flocken, mal schauen. Ich weiß nicht, was bei euch so kostet, das Ding hier nicht tragen. Aber sehen wir ja dann. Gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid. Haltet alle die Ohren steif, bleibt alle gesund, dass wir endlich durch diesen Dreck durchkommen. Ich will mal wieder Fußball gucken, ich will mal wieder rausgehen mit Freunden, weißt du?
irgendwo in der Bar was trinken und ach, ist irgendwie assig momentan. Irgendwann fällt einem halt die Decke auf den Kopf, ne? Muss man auch dazu sagen. Arbeiten ist auch nicht so, ist irgendwie doof hier. Moment, wo gucken die im Spiel? Kommt nichts. Und naja, das ist irgendwie alles beschissen gerade. Aber ich will nicht meckern, das war schon falsch hier. Woher kommt das? Fahr zu, Mensch! Alter. Aber wenn mal knapp. Ja. Gut, dann wisst ihr Bescheid. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Bis bald und Respekt für Truckers, würde ich mal sagen. Ciao, macht's gut.